Lieber guter Weihnachtsmann, hiermit schreibe ich dir hochachtungsvoll und mit besten Grüßen meinen diesjährigen Wunschzettel. Ich war dieses Jahr wirklich sehr brav und hoffe, du kannst mir den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Eine Xbox One inklusive der Elder Scrolls 6, Diablo 4 und falls möglich mit einem diamantbesetzten Controller. Des Weiteren würde ich mich über eine Besichtigung der Area 51 freuen. Du als Weihnachtsmann hast doch bestimmt einen guten Draht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und könntest mich da reinbringen, ohne dass die NSA oder INDEC etwas mitbekommen. Mein letzter Wunsch scheint vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich äußere ihn dennoch in diesem Brief. Verstecke dich nicht immer, während du uns allen die Geschenke bringst. Viele Kinder würden sich wirklich freuen, den echten Weihnachtsmann irgendwann sehen zu dürfen. Dazu gehöre auch ich. Mit freundlichen Grüßen, der netteste Junge der Welt. Hallo Weihnachtsmann. Die Route letztes Jahr hat mich nicht wirklich zum Strahlen gebracht. Ich hatte mir durchaus Mühe gegeben, immer artig zu sein, bis auf ein oder zwei, vielleicht auch knappe 50 Ausrutscher. Dieses Jahr war ich wirklich brav und habe sogar die Insel Rügen nur beinahe dem Untergang geweiht. Falls du diesen Brief also liest und mir trotzdem wieder die Route schickst, dann bitte ich darum, dieses Jahr kein Gift-Eva beizulegen. Vielen Dank. Du dicker, alter Zipfelmützenträger. Langsam glaube ich, du machst dich lustig über mich. Jedes Jahr eine Route. Und ich will verdammt sein, wenn du meine Briefe noch nicht einmal persönlich liest. Man zweifelt weltweit nicht nur an deiner Existenz, sondern lässt sogar jeden Deppen in deiner überaus dämlichen Kluft die Kinder beschenken, weil du entweder zu stolz bist, persönlich zu arbeiten, oder eben wirklich so alt, wie man behauptet. Damit würde es sich erklären, warum du nicht lesen kannst. Mir scheint, deine Brille ist dicker wie der Bauch.